Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wenn eine Frau im Monat Ramadan aufgrund einer Schwangerschaft oder weil sie am Stillen war, nicht fasten konnte, denn es gibt ja Frauen, die schwanger sind und stillen und fasten können, aber wir gehen jetzt davon aus, dass sie nicht fasten konnte, aus gesundheitlichen Gründen. Wie verfährt sie nun nach Ramadan? Die richtigere Ansicht unter den Ulama ist, dass sie diese Tage einfach nachholen muss. Das heißt, sie fastet einfach nach und sie speist nicht stattdessen einen Bedürftigen. Egal, ob sie nicht gefastet hat, weil sie Angst um sich selbst hatte, weil es ihr nicht gut ging, oder weil sie Angst um ihr Kind hatte oder um ihr Säugling hatte und deswegen nicht gefastet hat, aber selbst eigentlich hätte fasten können. In beiden Fällen muss sie einfach nur nachholen und keine Sühneleistung leisten. Wallahu a'lam.